Metro 2033. Ich habe vergessen, welche Folge es ist. Wir fahren wieder Seilbahn. Und wir haben in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir da so komische Kugeln erschossen haben. Verdammt! Hier ist überall Scheiße! Wie ekelig! Hier ist überall Scheiße? Hier stinkt's überhaupt nicht. Boah. Ich wusste, dass wir da runter müssen. Half-Life lässt grüßen. Half-Life lässt grüßen. Mal vorsichtshalber mal nachladen. Oh, ein Feuerlöscher. Verdammt. Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig. Wir decken uns gegenseitig. Ja, wir decken uns gegenseitig. Oh, drei Medipacks liegen da rum. Whoa, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Unsere kleinen Freunde sind hier, wie ich sehe. Komm zu Papa, ihr Mistkerle. Komm zu Papa, ihr Mistkerle. Alter Falter. Boah, sind die eklig. Komm schon! Ich bin hier! Ich glaube, ich verschwende mal nicht die AK-Munition, sondern werde, glaube ich, mal auf den Revolver wechseln, denn die sind ja jetzt auch nicht so schwer, die Gegner. Also von hinten kommt nichts. Er macht ja die meiste Arbeit, also soll er ruhig machen. Wo sind die Untertitel hin? Er macht schon die Arbeit, also können wir uns auch Munden sparen. Munden heißt es ja hier. Wir gehen noch im Kreis, oder meine ich das nur? Uah. Ich habe wieder eine neue Trophäe bekommen, deswegen habe ich gerade so komisch nach oben geguckt, so. Also die Dinge scheinen nur zu explodieren, so wie es ausschaut. Okay, das ist der Aufzug. Schön. Ich hoffe, er funktioniert noch. Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Oberst, gehen Sie zur Reaktorhalle. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor, links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Ach du... Wladimir, wenn du das nur sehen könntest, mach dich bereit, Artyom. Es wird heiß. Wofür bereit machen? Der Mist auf dem Boden ist bestimmt giftig. Und jetzt das Gas. Hier halten wir nicht lange durch. Oh. Okay. Wie sieht das aus? Aua. Na, los! Klasse! Lass uns die Wände rot anmalen! Ja, natürlich! Die sind ja nicht schon rot genug, die Wände. Alter, was ist das denn hier? Ich will gar nicht wissen, was das Spiel sonst noch für uns bereithält, was da sonst noch kommen mag. Ja, erledige du den mal. Also, ich war schon an vielen Orten und habe viel Scheiße gesehen. Aber das hier ist eine Klasse für sich. Das stimmt allerdings. Sag mal, kannst du nicht schießen? Geht doch. Puh.
Ich bin ganz ehrlich, ich möchte hier nicht sein. Wow! Bah! Oh, eine Leiter. Eine Leiter und ein Spind. Ich gehe jetzt mal in den Spind. Hier ist die Treppe. Artyom, ich möchte dich nicht anlügen. Ich habe jetzt Angst. Ach nee. Ich habe schon die ganze Zeit Angst, wo ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Ich gehe, glaube ich, gleich in den Spind. Beeilen wir uns zum Bunker zu In den Spind wie bei... Der Anblick macht mich krank. Wie bei Outlast. Oh, hier ist ein Spind. Ich verstecke mich. Telefon. Wo ist der Hebel? Habe ich da nicht gerade Telefon gehört? Ha, ich wusste, ihr schafft es. Oberst, das System ist automatisch. Geben Sie den Befehl ein. Leichter gesagt als getan. Boah. Dass das so chaotisch hier ist. Okay. Reaktor Starter. 1, 2, 3, 4. Sieht einfach aus. Idiotensicher gebaut. Betten wir zu Gott, dass es funktioniert. Oberst, alles ist ich, möchte nicht wissen, was hier passiert gleich. Naja, besser kriegen wir es wohl nicht hin. Dann los! Zweiter! Boah! Was zum Teufel war das? Boah! Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch. Das wird ja jede Minute schlimmer. Artyom, geh da runter. Pass auf. Manuelles Aktivierungssystem. Hydraulik. Verdammt. Artyom, du glaubst nicht, was du jetzt tun musst. Siehst du den Kran an der Decke? Na, nicht mehr. Seitdem er daran gekotzt hat, nicht mehr. Können wir die Brennstäbe anheben. Versuche dorthin zu kommen, während ich unseren Freund ablenke. Okay, auf geht's. Seitdem der... Jetzt oder nie! Ja, seitdem er da dran gekotzt hat, sehe ich den Kran nicht mehr. Oh, da oben. Ach, das geht gar nicht offen. Okay, ich dachte... Alter, ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich will das gar nicht wissen. Aber hier haben wir einen. Warum kriegen wir... Ich wusste es! Wo muss ich denn... Ach du Scheiße, dieses Scheißvieh wehrt sich auch noch. Aber erinnert mich jetzt mal voll... Kran fahren! Yeah! Geil! Ich wollte schon immer mal einen Kran bedienen. Haha! L, um den Kran zu bedienen. Boah, wie cool ist das denn? Das ist wie Minesweeper spielen. Den Kran zu benutzen. Ah, okay. Ja, ich weiß, was soll ich denn machen? Ich muss ja hier arbeiten, malochen. In dem Werch. Achtung, Brennstab wird entfernt. Das kann doch gar nicht gut gehen hier, was ich hier treibe. Ich bin Kranfahrer. Ich bin Kranfahrer Günther. Falsch gewesen? Was ist denn da? Kontaktzone erreicht. Ja, Kontaktzone erreicht. Hä? Kontaktzone erreicht. Hä? Kontaktzone erreicht. Okay, dann machen wir mal runter. Wir sollten uns... Achtung, Brennstab wird entfernt. Okay, wir sollen uns ein wenig beeilen. Die Scheiben halten das nicht länger aus. Nein! Kontaktzone erreicht. Schneller! Achtung, Brennstab wird entfernt. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Wieder ist eine Verbindung. Was für eine Verbindung? Oben rechts oder was? Oben rechts leuchtet es auch grün. Ich werde mal dahin hinfliegen, wollte ich jetzt gerade sagen.
Ja, anscheinend ist das, glaube ich, richtig, so wie das aussieht. Anscheinend zumindest. So, drücke Viereck, um den Kran zu verlassen. Erstmal von der Schicht kommen. So. Erstmal von der Schicht kommen. Puh. Mein Gott, was ein cooler Kran. Muss ich ja mal sagen. Scheiß Drecksvieh. Bleh. Hat Spaß gemacht. Kranfahren. Verdammt. So ein Mist, dass wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Na ja. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Okay. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Über die Schwarzen. Entschuldigung. Das sagen die im Spiel, ja. Oh! Aber erst lese ich den Eintrag. Oh nein, wir haben wahrscheinlich etliche Einträge vergessen. Weil wir jetzt Eintrag 4 finden. Naja, tut mir leid. Keine Ahnung. Naja, egal. Wir gehen wieder an die Oberfläche. Und dieses Mal sind wir vorbereitet. Ullmann scherzt, dass unsere Schritte die Erde erzittern lassen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass wir sie beben lassen. Immerhin sind wir bis hierhin durchgekommen. Nichts kann uns jetzt aufhalten. Der Feind wird sterben. Wir werden ihn in Schutt und Asche legen. So wie wir es mit allen unseren Feinden gemacht haben. Nur eine Sache begreife ich nicht. Warum versuchen die Schwarzen nicht, uns aufzuhalten? Geraten wir direkt in ihren Hinterhalt? Die seltsame Vorahnung, die mich noch immer immer plagen werde, immer düsterer. Ja, das weiß ich auch nicht, warum die Schwarzen uns da nicht aufhalten, weil im Prinzip sind es ja Wesen aus einer anderen Dimension. Dieser Aufzug führt direkt zur Station. Alles läuft und ist unter Kontrolle. Und sie merken ja, was wir tun. Ich weiß noch nicht, für wie lange. Kommen Sie zum Ausgangspunkt zurück. Ullmann wartet. Sie merken, was wir tun und sie sehen es ja auch, ne? Sie sind ja übermenschliche Wesen. Aber das frage ich mich auch. Schau, Artyom. Unser Erbe. Oh. Unsere Zukunft. Oh. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Yeah. Müssen nicht mehr wie Ratten leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern. Sabba. Damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können. Jawohl. Und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt. Jawohl. Alles wird wie. Ja. Definitiv. 11. Stock, Weltraumforschung. Ich gehe mal vor. Oh. Was ist das denn? Also, Artyom und ich gehen zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Was ist das denn für ein Dingen? Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Was haben wir denn da aufgenommen? Ich würde gerne wissen, was wir da aufgenommen haben. Beziehungsweise ich gerade. Jetzt komme ich dann nicht mehr in den Fahrstand. Immer die gleiche alte Geschichte. Nee. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Schade. Schade, dass man so eine Fahrt nicht sieht. Ist natürlich blöd. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Ostankino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Also ich muss ja dazu sagen, wenn ich das jetzt so sehe, jetzt hier im Ladebildschirm, und so mir mal den Verlauf ansehe, ich habe jetzt gar nicht großartig drauf geachtet, ihr werdet da wahrscheinlich mehr drauf geachtet haben. Ist es der Weg, den wir gegangen sind mittlerweile? Weil dann sieht es nämlich so aus, als wären wir schon wieder fast wieder zu Hause. Ja, wenn wir oben rechts angefangen sind an diesem gelben Punkt und dann runter zu diesem... Ja, Digi-Kreuz nenne ich es mal. Und dann wieder links die Kurve nach oben zu dem Turm jetzt. Dann sieht es fast danach aus, als würden wir da wieder zu Hause ankommen. Also fast wieder
at home sein, aber naja gut. Ich würde sagen, schauen wir mal. Wow. Tatsache. Hä? Ich hab grad voll den Flashback. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Butterfly-Effekt. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Ach, jetzt schnalle ich das erstmal. Wow! 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 Dämonen! Oh nein! Dämonen! Oh mein Gott! Wow! Nein! Da bist du aus wie Lot. Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Turm zu erreichen. Wir sind Arjo. Bleib bloß nicht stehen. Bleib bloß nicht stehen. Los geht's. Der sah gerade so ein bisschen aus wie Super Ingo. Das Vieh. Wow, au, 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 au. Du kannst auch was tun, mein Kumpel. Ja. Wenn du schon einmal dabei bist. Ich bin gerade ungern hier. Ist nicht schön. Ich meine, der Schnee ist schön, aber... Ich sag nur, ess keinen gelben Schnee. Ja. Hier war doch nur einer gerade, ne? Alles klar. Oh. Los, 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 los. Los, 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 los. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bitte. Lass uns... Wir schaffen das. Ja, komm. Gib Kette. Ab zum Turm, heißt es jetzt. Was hat er denn da für eine coole Waffe? So mit Strom irgendwie. Ja, ich mach's. Das wird eine Geschichte. Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken nach Scheiße. Genau, wir sind unsichtbar und schmecken nach Scheiße. Nein, die anderen haben das nicht gehört. Nein, haben die nicht. Alles klar! Los, 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 los! Uah, uah, uah. Darf man ja nicht vergessen, ne? Immer die Lampe anmachen. Oder aufzuladen, das Lämpchen. Oh. Ja. Hier entlang. Ich würde aber sagen, hier entlang gehen wir in einer weiteren Folge Metro 2033 und ihr solltet dabei sein. Also, bis demnächst. Ciao.